Ja Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Case Opening, und zwar mit dem Sticker Case Opening. Also ein Sticker Capo Case Opening. Jetzt, ja, im Prinzip nichts Besonderes. Ich habe mir halt einmal ein paar Sticker Kapseln geholt, worauf ich halt gerade Bock habe. Ich glaube 20 Stück sind es an der Zahl. Bis auf zwei Special von der ESL One Cut Device 2015. Kostet eine 16 Euro, zwei Stück habe ich mir gegönnt. Und sonst der Community Kapseln, dann von der ESL One Cologne 2014 noch, glaube ich, fünf Stück. Ja, Aufkleber Kapseln 1 und Aufkleber Kapseln 2 auch jeweils fünf Stück. Außer von der Community, da habe ich glaube ich drei Stück. Ja. Und die geht es jetzt zu öffnen, natürlich über Holo bzw. Glanz, wer halt hyped, bzw. weil die halt auch einfach mehr wert sind und die auch besser aussehen, darum sind sie auch mehr wert. Machen wir hier gleich mal die erste auf. Und das ist blau von Navi. Ja. Die zweite auch gleich. Titan wäre cool, bzw. ein Holo. Der Epsilon ist auch nicht so schlecht. Aber Tide bzw. Alpi Power wäre nicer, aber egal, ist schon mal das erste Holo. Was ist denn da noch über Epsilon, Alpi Power? Conspiracy, Navi, Titan, Vox. Der Titan oder Alpi Power wäre halt das in die nicesten. Die will ich mir auch auf die Waffe kleben. Navi wäre... Ah, okay, es ist ein bei Power. Ah, ja, ich meinte, die Holo, dass die nice sind. Ich weiß gar nicht, was das wird. Beziehungsweise, ich glaube, eine Kapsel plus Key kostet um die 2 Euro. Naja, ist hier halt der Key und Kapsel wieder herinnen. Die blauen Sticker sind, glaube ich, egal welches, aber die alle unter den Euro. Wieder Navi. Die zwei Beine, teuren von der Ketterweiß, die ich mir natürlich auf den Schluss. Weiß nichts Besonderes sind die ersten fünf. Ich als nächstes. Auch wieder die Unity Kapsel. Flammable wäre das Beste, was man hier bekommen könnte. Wobei ich würde die anderen zwei auch nehmen, ich habe den Swag. Rick brauche ich nicht unbedingt. Teamwork, ja, würde ich auch nehmen. Aber die finde ich auch nicht so schlecht. Sind nicht Beaky-like. Aber für Mabel wäre halt, das ist auch sogar noch einiges an Geld wert. Nein, das ist... Hier sind sie. Ist schon mal nicht bad, also... Da hatte ich mal eine AWP mit 4 Stück davon. Sah okay aus, aber... Also eine AWP Asimov. So, hier noch die letzte Community Kapsel. Der Stick Pick ist gut. Also ich finde den Stick irgendwie, mir gefällt der. Ist nicht die Piggy like. Und dann gleich die nächsten 5 Aufkleber Kapseln. Lucky 14 ist cool, Lucky Skill will auch zu mir passen. Easy Peasy, das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das wäre noch gut. Ja, und dann Rest sind halt zu random.
Der erste Sticker war schon mal in Ordnung. Dieses Haar in Holo. Bin ja auch noch am überlegen, ob ich das nicht so mit die Abzeichen mache. So Art Case Opening, wo ich vielleicht auch 5 Stück davon öffne. Wäre halt auch noch eine Idee. Fürs nächste Case Opening. Fürs nächste Opening halt. Weil jetzt habe ich jetzt ein Case Opening mit einmal lila Kiste, dann eins mit jeder Souvenir Kiste. Dann eins mit jeder Sticker Kapsel Kiste, also jeder Sticker Kapsel. Das wären zu viele. Beziehungsweise preislich. Teilweise unleistbar schon. Und ich dachte mir, ich suche mir halt da ein paar random Sticker Kapseln raus, was ich halt, worauf ich es halt gerade Bock habe. Und ja, sieht zerkratzt aus. Set das Stick jetzt auch schon eine Condition. Mein pinkes wäre jetzt doch nice. Wenn man da jetzt nochmal reinlacken würde. Dann wie schon die letzten 7. Stupid Banana wäre cool, die würde ich mir von einer 5-7 Monkey Business machen. Dann Crown ist ja auch expensive. Da kommt man auch schon ordentlich Money für. Was ist hier denn noch? Ja, Rest ist halt irgendwie... Let's Roll wäre noch nice. Ist halt ein Insider. Und... Ja, wenn nicht, der Rest ist halt irgendwie so random. Wobei Bisch, Basch und Bosch würde ich halt auch nehmen. Kann man halt noch verkaufen, wer hat, glaube ich, jetzt die Kapsel halt hier drinnen. Beziehungsweise Kapsel Key, weiß ich nicht, was die gerade kosten. Aber einer von den zwei Pinken wäre schon nice. Da war schon der Crown, ging vorbei. Und es ist Bosch. Jetzt habe ich Bosch. Nein, Basch und Bosch. Jetzt kommt Bisch. Eigentlich komplett behindert. GG. Und da ging schon zweimal Crown vorbei und es ist Metal. Irgendein Scheißdicke. Ja gut, dann sind wir hier schon bei den letzten zwei. Expensive. Endlich Racing 16 Euro. Ist fast schon, als würde man eine Cobblestone-Kiste öffnen. Hier ein Titan wäre mega sick in Glanz. Kostet glaube ich knapp 50 Euro. Cloud 9 ebenfalls. Und sonst der Rest liegt euch bei um die 30 Euro. Ist aber schon ziemlich fett. Ein Holo, Titan und Cloud 9 wäre bei... Ja, dann hätte ich die Kapsel wieder hier drinnen. Ich glaube... Vielleicht Logic Gaming wäre auch gut. Und beim Rest wäre halt... unter Ding. Aber ich weiß es jetzt selber nicht genau. Lass halt mal hoffen auf ein Titan. Glanz. Beziehungsweise in Cloud 9 G2A Glanz. Das sind zwei, was ich... Da wäre ich jetzt hyped für. Da gibt mal Flipside. Hier ist... Aber das ist Titan Holo, ist jetzt auch nicht so schlecht. Gleich mal nachschauen, was das kostet. Beziehungsweise was so der Wert gerade am Community-Markt steht. Will er gerade nicht. Und anscheinend stört mich hier gerade jemand. Gut, okay, ist 26, 20, ja, ist schon mal Profit, 6 Euro auf die Kapsel. Ist nice. Bei Titan und Holo sind einfach die, ja, gehyptesten. Ah, Titan und Holo, ich voll Idiot. Ich meine, Titan und G2A, so ist jetzt die letzte. Yes. Bis irgendwas der Glanz wäre es aber noch richtig nice. Und so 50 Euro Sticker kann ich jetzt entscheiden.
Man muss halt nur belieben. Dann geht das schon. Okay, nein, ich sehe nur pink. Bin schon hyped as fuck. Aber ist auch nice. Ist sicher auch über 16 Euro. Oder auch nicht. Fuck. Ach, scheiße. Ich dachte, ich hätte wenigstens das Ding hier in die Kapsel. Hm, ja, na gut. Über Zeitenholo wäre ich jetzt gehypt, Zeitenglanz. Ich glaube schon, das ist so viel Scheiße. Nimmt man einmal zwei Videos hintereinander auf, ist man eigentlich dann komplett behindert. Aber egal. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und über ein Abo sowieso. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.